welcher Krise hast du dich befunden vorher? Das waren so Sachen, die ich nie verarbeitet hatte. War das in dem Moment irgendwie ein bisschen beleidigend oder hast du das als negativ empfunden? Was genau findest du daran so, dass du es nicht haben wollen würdest? Wie alt sind die, wenn ich fragen darf? Meine Brüste oder ich? Die Brüste. Lichter in Neon. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wie schön, dass Sie heute dabei sind, wenn wir über ein Thema sprechen, das uns irgendwie alle betrifft. Denn ich sage immer was. Wenn Sie noch jung sind, ist es noch kein Thema, über das man so richtig nachdenkt, aber es wird kommen. Es wird kommen, sofern nichts Doofes passiert. Für alle diejenigen, die schon die 50 überschritten haben, ja, da wissen Sie ganz genau, worüber ich spreche. Aber ist das ein Grund, gleich alle Flügelchen hängen zu lassen? Ganz bestimmt nicht. Mein Thema heute, Ü50, jetzt drehe ich noch mal richtig auf. Darüber wollen wir sprechen. Und mein erster Gast ist heute Nana. Und man muss sagen, auf Social Media stellt sie sich selber eigentlich am allerbesten vor. Und deswegen gucken wir uns das erst einmal an. That's me, Nana, im Jahre 2022. Mit 25 bin ich damals nach New York City ausgewandert. Bereits in der ersten Woche habe ich Jazzy Jeff von den Funky Four kennengelernt und ja, knapp 9 Monate später sind wir auch schon Eltern geworden. Unser Babyboy Price. Seit 2001 sind Price und ich alleine. Blond war damals mein Beauty-Studio, daher der Name. 2016, hallo Köln, endlich wieder Großstadt. Das Motto 2019 war Loslassen. Ich habe Price gebeten auszuziehen, damit ich mich wiederfinde und er sich. Vogelfrei ging es für mich 6 Monate nach Malta, anschließend 2 Monate nach Los Angeles und beides hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Erst als ich eine Therapie machte, kam mein Durchbruch und ich hatte endlich wieder nach fast 20 Jahren meine ersten Visionen. Seitdem entdecke ich mich neu, gehe neue Wege, probiere mich aus, küsse auch mal junge Männer und mache mir und anderen Frauen damit Mut. Was für eine Knallerfrau! Hier ist Nana! Mega! Liebe Nana, komm! Also, ja, so schön, dass du heute mein Gast bist. So ein schöner Film, den du uns da mitgebracht hast. Also so toll, so aufregend. Man guckt so gerne zu, man hört sich so gerne deine Story an. Ja, und mal abgesehen davon, du siehst umwerfend gut aus. Also ganz toll. Voll ehrlich. Und wie war das damals? Du hast es gerade schon so angedeutet, du hast eine wilde Zeit gehabt. Eine wilde Zeit? Weil ich finde die gar nicht so wild. Also du meinst, was ich erlebt habe? Ja, okay, finde ich schon. Ja, doch. Das ist schon kein ganz normaler Werdegang, hier nach New York zu gehen, ja, da zu leben eine Zeit, dann, ich sag mal, Musiker kennenzulernen. Es waren ja nur geplant 3 Monate. Ja. Englisch lernen, dann wieder nach Deutschland. Ich hatte ein Jobangebot als Stewardess. Und ja, dann kam sein Vater dazwischen. Ja, und dann sind aus 3 Monaten 4 Jahre geworden. Du hast dann irgendwann gesagt, okay, du drehst im Grunde Amerika wieder den Rücken, bist zurückgegangen in deine Heimat und hast deinen Sohnemann dann auch mitgenommen, ne? Ganz genau. Mhm. Nun, und das ist das Interessante, jetzt, wo du also auch 50 bist, hast du ja eine ganz klare Haltung zum Thema Älterwerden, ne? Ganz klar, du sagst ja, trotz des Alters, klingt jetzt so uralt, wenn man das so sagt, aber trotz des etwas gesetzteren Alters als vielleicht vor einiger Zeit, darf man seine Flügel nicht hängen lassen? Warum? Wir sind ja aufgewachsen. Damals fand ich 50, sehe ich meine Oma im Kittel jeden Tag das Gleiche an. Und ich weiß auch noch, Arbeitskolleginnen von mir sagten, ich kann mit 50 keinen neuen Job anfangen, das geht gar nicht. So, und jetzt bin ich selber 50 und denke so, wovon reden die alle? Mhm. Also gerade auch im Vorspann hat man ja gesehen, ich musste mich lösen, auch vom Muttersein. Und da war es für mich wichtig, dass ich darüber zurückgucke. Und dass ich mich dann wiedergefunden habe in der Therapie und dann war es einfach durchstarten für mich. Warum war die wichtig für dich? Also in welcher Krise hast du dich befunden vorher? Das waren so Sachen, die ich nie verarbeitet hatte. Darf ich da nachhaken? Ich habe da kein Problem, darüber zu reden. Bei mir war es halt eben, ich habe mich nie gelöst von meinen Eltern. Ah, das ist deshalb so interessant, weil du damals 21 war Price. 2019 war das. Da hast du ihn im Grunde auf eine liebevolle Art... Ja.
vor die Tür gesetzt. Das klingt irgendwie hart, aber ich glaube, das war für euch beide ein ganz, ganz wichtiger Moment, oder? Ich dachte, wenn ich das mache, für mich war wichtig, ich gehe auf Reisen. Ich habe gedacht, dass dieser Moment, diese Vision auf den Reisen kommt, dass ich mich dann finde. Aber ich habe all meinen Ballast mitgenommen. Und für mich war es auch wichtig, mich von meinem Sohn zu trennen, weil sonst war ich immer... Mein Fokus war dann auf ihn, geht's ihm gut. Du warst alleinerziehende Mutter. Genau. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich ganz lieb mit ihm gesprochen, kannst du bitte ausziehen? Wie hat er denn reagiert? Nee, war okay. Wow. Ich meine, der kennt mich ja auch schon etwas länger. Ne? Trotzdem, also, weißt du, er sitzt ja hier, deswegen ja, möchte ich mal kurz mit ihm sprechen. Hallo Price. Hi. Wie war denn das damals, als sie dann auf einmal gesagt hat, kannst du bitte ausziehen? War das in dem Moment irgendwie ein bisschen beleidigend oder hast du das als negativ empfunden? Ich wollte natürlich auch schon ausziehen, aber von alleine hätte ich es mir selber nicht so viel Druck gemacht. Aber es war am Ende auf jeden Fall das Beste. Und ja, also das heißt, im ersten Moment war schon ups, aber nach hinten raus würdest du sagen, es war genau die richtige Entscheidung für euch beiden? Das heißt nicht, dass ich total jetzt einen Selbstfindungstrip gemacht habe, aber auch mich nie aus den Augen verloren habe. Im Gegenteil, du hast sogar dich wirklich auch ganz bewusst wieder für so eine aktive Phase entschieden. Du bist Influencerin, du bist, glaube ich, du hast eine gute Reichweite auch. 124.000. Ja, ist ja irre, ne? Und das heißt also, viele Leute folgen dir, weil sie dich als Vorbild vielleicht empfinden. Wie ist es für dich, Price? Also deine Mutter ist ja nun sozusagen das knallharte Gegenstück zu einer tantigen Mama eigentlich, ja? Finde ich. Bist du stolz auf sie? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also es ist halt... Also eine coole Mutter und für mich auch eigentlich schon eher eine beste Freundin eigentlich auch schon. Oh, das ist aber süß. Ja. Das ist aber süß. Schon schön. Schon cool. Also das heißt, inzwischen seid ihr auch schon ein bisschen routinierter. Er wohnt jetzt seit 3 Jahren schon nicht mehr bei dir und so. Genau. Heißt, du hast jetzt auch schon eine Zeit, wo ihr beide das wirklich gelebt habt, dieses separierte Leben. Ganz genau. Ja, also spannendes Thema. Du merkst, ich kann da durchaus mich total reinversetzen, weil ich eben genau auch in diesem Alter bin und weil ich auch diese Themen kenne. Ob man aufhören soll, sein Leben so aktiv zu leben, wie man es vielleicht vorher getan hat oder schon mal genau andersrum. Mein nächster Gast, den möchte ich gerne dazu holen. Gerade wenn es auch so um Schönheitswahn im Alter geht und so, weil wir pimpen ja alle immer ordentlich nach und versuchen, dass wir nicht allzu alt aussehen. Ja, da sagt die, also damit habe ich nichts am Hut. Warum das so ist, soll sie uns verraten. Herzlich willkommen, hier ist Ute. Liebe Ute. Hallo. Also. Dafür, dass du mit Schönheitswahn nichts am Hut hast, ist du aber verdammt gut. Dankeschön. Ja, also, das möchte ich mal ran sagen. Du hast selber von dir gesagt, als du jung warst, war es für dich total wichtig, wie du wirkst, wie du aussiehst und so weiter, ja? War eigentlich das Wichtigste in allen Bereichen. Okay, wie ist es heute? Heute geht mir das am Popo vorbei. Am Arsch vorbei? Ja. Warum? Weil ich das nicht mehr wichtig finde. Ich habe eine Zeit gehabt, da ging es mir nicht so gut. Da habe ich dann festgestellt, ich hatte einen Arbeitsunfall, konnte lange nicht arbeiten, konnte lange nicht laufen. Also das heißt, du hast die wichtigen Dinge des Lebens in den Vordergrund gestellt auf einmal und Äußerlichkeiten sind eben nicht wichtig, findest du? Ja, ich habe nicht die wichtigen, ich habe die für mich wichtigen. Mhm. Heißt ja nicht, dass es für alle, ist ja nicht allgemeingültig. Für mich ist das wichtig, aber... für andere halt andere Dinge. So, jetzt steht die Nana hier. Ja, ja, coole aus. Frau. Ja, sieht cool aus, finde ich auch. Und sie ist sozusagen eigentlich jemand, wo man das Gefühl hat, sie hat mit dem Alter überhaupt gar nichts, also im Negativen zu schaffen, ne? Ja, klar. Warum? Ich finde sie toll, ohne Frage, ist nur nicht meins. Was genau findest du daran so, dass du es nicht haben wollen würdest? Mir wäre es zu hektisch. Sorry, aber dein Leben wäre nicht mein Leben. Super hektisch. Ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Ich mag sehr viel genießen. Aber diese große Aufmerksamkeit in den Medien bringt auch viele für mich Gefahren, sodass du eben nicht mehr viel Freizeit hast. Immer wieder. Das ist aber ja, mit 50 ist man ja cool genug, um das abschätzen zu können, würde ich denken. Ne? Ja, für mich ist auch ganz wichtig, meine Ansichten müssen nicht alle toll finden. Nö. Also überhaupt nicht. Mhm. Also es ist mein Ding und genau. Das kann ich auch gut verstehen, dass du sagst, das wäre dir viel zu hektisch. Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Also nun hat ja Nana gesagt, du hast ja vorhin auch so ein bisschen erwähnt, es gab auch schwierige Zeiten bei dir, ne? Ja, mit diesem Ablösethema. Natürlich. Mhm. Gab es noch andere Momente, wo du sagst, da wurde es einfach für dich schwer, da konntest du irgendwie nicht... Ja, als...
coole Nana sein, die du heute bist? Wo ich damals aus New York wieder zurück aufs Dorf gekommen bin, als Alleinerziehende. Und dann wird man schon so, wenn Einladungen waren, dann holen die Mütter die Kinder ab und dann hat man Angst, dass ich vielleicht die Männer abgreifen könnte oder so. Das war fürchterlich, also war überhaupt gar nicht in meinem Interesse. Also, wobei, du hast ja gesagt im Video, du küsst auch mal junge Männer. Ja, heute. Ja. Ach so, damals. Du hast damals waren die ja gleich alt. Also. Aber was macht das denn? Also bei, ich sag mal, Mitstreiterinnen, finden die das in Ordnung oder kriegst du da auch mal doofe Kommentare? Ah ja, doch, natürlich bekomme ich Hate, ne? Dass ich krampfhaft auf 20 mache. Ja, aber damit muss man auch umgehen können. Ne? Also wenn man in der Öffentlichkeit stehen möchte, dann muss man auch Reibung vertragen können. Mhm. Ich finde es eher ein Kompliment. Ich finde es eher ein Kompliment, wenn was kommt, weil dann denke ich mir so, okay, das ist auch eine Art von Anerkennung. Okay, also lieber schlecht über jemanden reden, als gar nicht über ihn reden, so ein bisschen, ja? Ja, also ich freue mich natürlich mehr über die Guten, natürlich. Aber ganz ehrlich, also wenn man da, aber ich sag auch, hätte ich das mit 20 das jetzt so gemacht, wäre ich da viel, viel verletzbarer oder angreifbarer als heute. Bist du in einer Partnerschaft? Nein, ich bin absoluter überzeugter Single. Ah, wirklich, ja? Wirklich, ja. Aber bei vielen geht ja auch so der Gedanke einher, mit 50 ist auch das Sexualleben ganz still auf einmal. Würdest du das unterschreiben oder sagst du es Quatsch? Also, ich habe da kein Problem mit. Ja? Also heißt du, hast schon auch aktiv noch wechselnde Geschlechtspartner? Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Also da läuft alles. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Und ich bin auch nicht interessiert an Dating-Sendungen. Nein! Nein, aber das ist schon... Ich finde das ganz gut, dass man das auch mal anspricht, weil das ist schon auch in vielen Köpfen drin, dass sie dann denken, ja, irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Irgendwann hat man ja auch genug gehabt, jetzt kann man mal aufhören damit. Aber es gibt doch ein Sprichwort, je oller, desto doller, habe ich irgendwann mal gehört. Ja, wirklich. Was hast du gesagt? Ja. Kannst du dir auch vorstellen, mal einen Jüngeren zu küssen? Ich habe eine langjährige Beziehung mit einem viel jüngeren Mann gehabt, gar kein Thema. Auch das ist wieder möglich, ich bin Single. Okay, also bitte. Und zu haben. Und ich kann bestätigen, auch mit 60 wird es nicht weniger. Sehr wirklich, gut. Ja? Nein. Okay, gut zu wissen. Wie viel jünger war er denn? Der letzte war 7 Jahre jünger. Ja, sehr gut, chapeau. Okay. Also ja. Das heißt, da seid ihr so ein bisschen eins in der Sache? Ja, wir müssen hier aufpassen. Ne? Wenn es zu jung wird, dann sind wir Frauen dürfen das ja nicht. Männer dürfen das ja durch die Bank weg. Wir Frauen werden dann direkt... Tatsächlich ist das ein Problem, ja. Hast du Anfeindungen erlebt? Oder? Nicht direkt Anfeindungen, aber ob ich es denn so nötig hätte. Weil ich meine, 7 Jahre ist ja jetzt kein Ja, Welt. Aber wenn derjenige dann auch noch jünger aussieht, dann kommen dann doch schon so und was meinst du denn, dass du das haben musst? Oder lebt er von deiner Tasche? Ne, sowas ja. Kommt dann auch. Ah, okay. Also das heißt, da wird gar nicht aushalten. Das ist interessant. Da wird also gar nicht davon ausgegangen, dass wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dass man liebenswert ist, ist, weil man so gut ist, wie man ist, sondern dann muss da ja Kohle drin stecken, ja? Ganz genau. Ja. Sugar Mami, ne? Sugar Mami. Genau. Ja. Aber nun seien wir ehrlich, wir haben sind ja auch schnell alle Mann mit der Kritik dabei, wenn ältere Männer mit sehr jungen Frauen um die Ecken kommen, dann kommt natürlich auch sofort der Gedanke, na, wenn der Mann nicht cool ist. Ja, natürlich, aber wird das halt eben viel mehr, sag ich mal, akzeptiert von der Allgemeinheit. Es wird ja auch immer angenommen, der Mann hat das Geld, nicht die Frau. Ja, das ist komisch, ne? Ist auch schräg irgendwie. Sag mal, eine Sache, was hältst du von Schönheitsoperationen? Nichts. Warum nicht? Ich habe gelebt, ich habe mein Leben gelebt, ich habe viel geweint, ich habe auch super viel gelacht und das darf man ruhig sehen. Mhm. Okay. Meine Falten erzählen doch mein Leben.